Hallo Freunde, gute Musik und willkommen zu einer neuen Fingerübung auf unserem Kanal. Und hallo zu unserem heutigen Video. Wenn ihr auch Lust habt, das hier zu lernen, dann bleibt dran, das ist eine richtig coole Fingerübung. Sie ist einfach, auch wenn es schwierig aussieht. Wir wollen gemeinsam eingehen auf die Harmonielehre, auf die Rhythmik, auf was greife ich hier eigentlich und warum das so eine coole und gleichzeitig einfache Fingerübung ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's los. Bevor es gleich losgeht, stelle ich euch sehr, sehr gerne die E-Books der Mannheimer Gitarrenakademie vor. Praktisch und überall mit hinnehmbar, dank E-Book. Was erwartet euch in diesen Büchern? Es erwarten euch fundierte Grundlagen in Sachen Harmonielehre. Fundierte Übungen für die Greifhand und für die Schlaghand und deren Koordination untereinander. Es erwarten euch ganz klare Sachverhalte, musiktheoretischer Natur und es erwarten euch gute Tipps und zumindest Gedankengänge für den beruflichen Erfolg, wenn man ein Leben mit und von der Musik plant. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's aber los. Hallo noch einmal, herzlich willkommen zu unserer heutigen Fingerübung. Ganz kurze Bitte meinerseits, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn dann werden diese Videos sowohl euch als auch noch weiteren gitarrenspielenden Menschen angezeigt. Vielen Dank, jetzt wollen wir direkt starten. Hallo noch einmal, willkommen zu unserer heutigen Übung. Also, wir haben heute Folgendes. Wir haben einen Mischmasch aus 16. Noten und 8. Noten. Das bedeutet, wir wollen erst einmal auf die Rhythmik eingehen. Wie klingen 16. Noten eigentlich, wenn man sie in einem bestimmten Tempo auf den Fußbeat versucht zu bringen? Folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und Notenständer, Notenständer. Also ihr könnt das Wort Notenständer gerne als quasi Substitut verwenden für 1 und 2 und, ja, um die 16. Noten zu zählen. Auf einen Fußbeat kommen sozusagen 4 Bewegungen, das heißt down, up oder 4 Zählzeiten. 1 und 2 und. Wir wollen aber direkt ans Spielen gehen. In unserer ersten Figur und auch in der zweiten haben wir nämlich einen Mischmasch aus 16. Noten und 8. Noten. Wir starten hier auf der hohen E-Seite mit den Noten A, B oder H und C, das heißt die Bünde 5, 7 und 8. Und das ist down, up, down. Ja, down, up, down. Keinen Aufschlag mehr, denn wir haben eine Achtelnote am Ende dieser Zählzeit 1. D, D, D. Eine und. Um das mal ganz langsam zu zählen. Eine und. Die Ö wird gehalten. Wir haben genau den gleichen Bünde auf der B- oder H-Seite 5, 7, 8 mit den Noten E, Fis, G. Da, 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 da. Ja, also 5, 7, 8, 5, 7, 8. Down, up, down, down, up, down. In dem weiteren Verlauf des nächsten Taktes haben wir, des gleichen Taktes musst du eigentlich sagen, guckt mal her, wir haben hier als Pedalton eine hohe E-Seite. Wir spielen auf der H-Seite den dritten Bund. Leere E. Zweiter Bund H oder B-Seite. Leere E. Erster Bund B oder H-Seite. Leere H oder E-Seite, Entschuldigung. Und leere H-Seite oder B-Seite und leere E. Wenn ihr die Tabs guckt, ist das auf der B- oder H-Seite 3, 2, 1, 0 in Bünden gesprochen. Und zwischendrin immer die leere E-Seite. 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0. Das ist der erste Takt. Von der Rhythmik her haben wir hier 3 und 4 und 3 und 4 und. Ja, und damit vervollständigen wir den ersten Takt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Der zweite Takt startet mit einem Powerchord G5. Auf A5. Durchaus klingen lassen. Dritter Bund, tiefe E-Seite. Fünfter Bund, A-Seite. Fünfter Bund,
D-Satz mit den Noten G, D, G. Und das verschieben wir um zwei Bünde in den fünften und siebten Bund. Und halten. Wenn wir das Ganze nun einmal kurz richtig schön sauber auszählen, mit einem halben Takt Vorsprung in 16. Noten gezählt, dann klingt das so. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich kürze ein bisschen ab. Ja. Gerne auch etwas schneller. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr könnt es selbstverständlich schneller spielen, ihr könnt es auch langsamer spielen. Ich empfinde es als wichtig, da ein bisschen sauber zu bleiben, wie immer. Aber probieren es nochmal einen Tick schneller. 3 und 4 und. Ihr merkt, eigentlich ist das gar nicht so schwer, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und wenn man es runterbricht in die einzelnen Bestandteile und es langsam macht. Ja? Ich wünsche euch ganz viel Spaß, dabei würde mich über einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.